gerade auf dem Weg. Ihr wisst gar nicht wohin. Aber heute mit der großen Über. Auf unserem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin wieder alleine hier, gerade vor der Kamera, aber Kobi kommt jetzt gleich in ein paar Minuten. Er hatte noch ein... Ich gucke auf meine Uhr, obwohl meine Uhr bedeckt ist. Sehr schlau. Er kommt aber trotzdem in ein paar Minuten. Er hatte noch ein Meeting auf der Arbeit gehabt, deswegen hat das heute was länger gedauert. Und oh, ja, ihr habt ja gerade gesehen, ich habe eine Tasche ausgeräumt. Das war immer noch die Tasche vom Super Bowl. Wir haben den ja bei Chris und Carina geguckt und da haben wir ganz viele Süßigkeiten und Getränke mit hingenommen. Das, was übrig geblieben ist, haben wir dann auch wieder mitgenommen, beziehungsweise sollten wir wieder mitnehmen. Und genau, das habe ich jetzt erst gerade ausgeräumt. Ich sehe da gerade was vor mir. Ich habe es total vergessen. Stimmt. Das Paket ist endlich angekommen, worauf wir... Sekunde. Ah, okay. Er kommt jetzt gleich. Das Paket ist endlich angekommen, worauf wir gewartet haben, was gestern ja nicht mehr angekommen ist. Und es war total komisch, weil wir haben es bei Amazon bestellt und das ist total bescheuert. Ihr denkt euch wahrscheinlich so, nachher, wenn ihr das seht, wow. Und dafür macht ihr jetzt hier so ein Heckmeck. Nee, also ich freue mich wirklich mega darüber. Total bescheuert, ihr werdet es ja gleich sehen. Aber auf jeden Fall, ich habe das ja bestellt und ich bin ja Amazon Prime-Kunde. Und dann sagen die ja immer, also ich habe es quasi am Montag bestellt. Nee, gar nicht, Sonntag, genau, Sonntag. Und dann habe ich direkt die E-Mail bekommen, ja, garantiertes Lieferdatum Montag. Und dann ist es ja gestern nicht gekommen und ich war so, ihr habt gesagt, garantiert. Und ja, dann war ich irgendwie voll traurig und dann habe ich irgendwie, genau, mittags halt die SMS bekommen, ja, das Paket kommt dann am Dienstag. Ja, ich habe es Montag bestellt, Dienstag sollte es kommen und dann habe ich die SMS bekommen, ja, okay, es kommt nicht heute, sondern am Mittwoch, genau, so. Und dann war ich so mega traurig und abends dann habe ich nochmal in Amazon reingeguckt, weil ich den Bestellverlauf mir nochmal angucken wollte und dann stand da auf einmal, ja, es tut mir leid, es tut uns leid, es kann zu noch längeren Verzögerungen kommen, das Paket hat Lieferschwierigkeiten, es kann erst Samstag ankommen und ich denke mir nur so, ihr habt gesagt, es kommt garantiert am Dienstag und jetzt soll es am Samstag kommen. Ich war richtig traurig und dann habe ich bei Amazon angerufen und meinte so, hey, ich bin voll traurig, warum kommt mein Paket nicht? Ihr habt doch gesagt, es kommt zu 100% am Dienstag. Ich habe dir natürlich aber auch keine Vorwürfe gemacht und die Postboten arbeiten ja eh schon so hart immer. Da habe ich jetzt nicht irgendwie rumgemeckert. Ich habe ganz lieb gefragt, wo das Problem denn liegt. Und dann hat sie mir das auch erklärt, dass es irgendwie auf dem Postweg ein paar Probleme gibt. Und dann meine ich auch so, nee, ist gar kein Problem. Und dann hat sie mir gesagt, ja, als Entschädigung, weil wir ihnen versprochen haben, dass es am nächsten Tag kommt, geben wir ihnen einen Monat Prime gratis. Und ich sage so, ja, alles in Ordnung, machen Sie sich jetzt keinen Stress. Und sie dann so, ja, doch, machen wir. Und dann so, okay, ja gut, dann sage ich natürlich nicht nein. Aber ich bin jetzt auch nicht sauer auf die gewesen oder sowas. Ich war halt irgendwie nur traurig. Aber jetzt ist es auf jeden Fall da und ich habe es noch nicht ausgepackt, weil Kobi hat gesagt, wir wollen zusammen auspacken und das machen wir auch und dann zeigen wir es euch auch gleich zusammen. Ja, ich war heute nochmal, ich war ja letztens schon bei DM, aber ich war nochmal bei DM, weil ich dann doch noch einiges vergessen hatte und gebraucht habe, weil ich habe mein DM-Haul noch nicht abgedreht. Das mache ich aber jetzt heute. Und dann steht eigentlich nur noch an, ich würde gerne noch ein paar Fotos machen. Ich habe zwar noch einige auf Lager, die ich posten kann, aber ich habe immer gerne irgendwie ein bisschen was im Voraus. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn... Oh, ist die Belichtung gerade super hässlich. Ist aber auch nicht schlimm, wenn wir das nicht schaffen. Aber was wir auf jeden Fall machen müssen, ist halt wie gesagt das Video drehen. Dann die Koffer und die Stangen nach unten bringen in den Keller. Und dann gehen wir heute Abend, wenn wir mit allem fertig sind, zu Lulu. Die kennt ihr ja, die Freundin von Anis. Zu ihr gehen wir auf die Arbeit. Die arbeitet nämlich in so einer Art Restaurant, sag ich mal. Und da gehen wir dann was essen und sie besuchen. Da freue ich mich schon mega drauf. Und ja, jetzt fällt mein Arm fast ab, weil ich die Kamera schon so lange halte. Und ich melde mich gleich wieder. Und wie zum Ende des letzten Vlogs sitzen wir wieder hier. Aber heute mit der großen Überraschung.
Ich habe gerade schon erzählt, wie viel gestern schief gelaufen ist, ja, dass ich mit Amazon telefoniert. Also wirklich. Hast du auch erzählt, dass du einen Monat Prime umsonst bekommen hast? Ja. Yay! Nein, also hier ist das Paket. Wir müssen dazu sagen, Leute, an die, die denken, ey, ihr seid total verrückt, ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Was machst du da? Ach, Gummibärchen. Schreibt also gerne euer Feedback dazu, eure Meinung wirklich in die Kommentare. Also würdet ihr für sowas so viel Geld ausgeben? Würdet ihr es nicht? Schreibt es einfach rein. Ja. Ich, okay, wir haben dafür zu viel Geld ausgegeben, aber ich persönlich bin nicht stolz drauf, für so etwas zu viel Geld auszugeben. Ich finde es absolut frech und übertrieben. Aber wir zwei sind der Meinung, bei solchen Produkten, wer billig kauft, kauft zweimal, ja, was wir jetzt getan haben. Und wir haben diese Version in billig und jetzt haben wir es halt zweimal gekauft, weil es nicht geklappt hat oder beziehungsweise nicht lange gehalten hat. Ja, genau. Aber wir haben auf jeden Fall lange darauf hin, gespart, jetzt nicht mal was weggelegt und deswegen haben wir uns das jetzt gegönnt. Ja. Okay, komm, pack aus das Ding. Und es ist... Oh, warte, warte. Ja, warte, ich schalte es ab. Ja. Kurz die Adresse hier. Die Leute denken sich wahrscheinlich jetzt so... Warum macht ihr so ein Hack-Mack? Aber wir freuen uns. Hey. Ja, das ist einfach eine neue Anschaffung und. Okay, komm. Ne? Auf die Plätze. Also. Es ist. Ein Staubsauger! So bescheuert! Ey, ein aber Dyson. Leute, es ist ein Dyson V8. Absolut. Dieses Gerät kostet original 600 Euro, glaube ich, also 5,99. Aber wir haben kennt ihn uns jetzt als Sparfüchse, wie wir halt sind, bekommen für 3,69. Man kennt uns doch, oder? Genau. Und ja, das ist er. Das ist immer noch Schweine viel Geld für einen Staubsauger. Das ist so frech. Aber man muss dazu sagen, das Ding ist das Geld wert. Wir haben uns den mehrmals angeschaut, wir haben den mehrmals getestet, sowohl im Mediamarkt auch als... wir haben immer den kompletten Mediamarkt gesaugt und die Mitarbeiter immer so, ah, ihr könnt öfters kommen. Wirklich, also wir haben das Ding ausgiebig getestet und es ist einfach de Fakt für unsere Anwendungszwecke der beste Staubsauger, den es gibt. Und ich ziehe gerne den Vergleich zu Apple. Viele kaufen ein iPhone, sagen auch, die sind eigentlich viel zu teuer, aber trotzdem tun es alle. Und ich sage es euch, die Dinger sind die Apple der Staubsauger. Ja, wirklich. Das ist wirklich so. Die das ist viel Geld, so, aber du kriegst Qualität und du weißt immer, was du bekommst. So. Ja, auf jeden Fall, wir haben ja hier diesen Staubsauger. Das ist auch ein kabelloser. Und der war damals, als wir den gekauft haben, vor 2 Jahren, haben wir heute entdeckt, auch nicht günstig für uns. Also klar, nicht so teuer wie der, aber er war auch jetzt nicht, hat auch nicht nur 100 Euro gekostet. Und jetzt nach 2 Jahren, er saugt nicht mehr, der Akku ist total fritte. Also ja, weiß ich nicht. Und hier sind auf jeden Fall ein paar coole Features, die wir euch gleich zeigen und erklären wollen, warum wir uns dafür entschieden haben. Und übrigens, bevor jetzt irgendjemand denkt, nein, das ist keine Kooperation, wir haben uns den selber gekauft. Nur nochmal, damit das klar ist. Es wäre schön gewesen, wenn es eine Kooperation gewesen wäre. Aber leider nein, leider. Genau. Ach du liebe Leben. Also, ich würde sagen, wir packen den jetzt einfach mal aus und spannen sowohl die Leute als auch uns selber nicht lange auf die... Okay. Aber was voll cool ist, hier sind ganz viele Aufsätze noch mit drin. Also es ist nicht nur der normale Staubsauger. Und das soll jetzt ja auch kein Video werden, wo wir euch erklären, wie Staubsaugen funktioniert. Wir packen den jetzt kurz aus und zeigen ihn euch dann, wenn er fertig ist und ja... Wir freuen uns einfach. Ja, wir freuen uns einfach und das wollten wir euch mit euch teilen. Ne? Weil ihr wollt ja auch immer wissen, was in unserem Leben vor sich geht. Mm. Und ja, jetzt, heute ist halt Highlight Staubsauger. Man weiß, mich so aufgeregt hat, dass ich seit Wochen und Monaten mit diesem Staubsauger sauge und einfach der so kleine Krümel und so einfach nicht aufsaugt. Und das hat mich so aggressiv. Nein. Ich will wissen, muss man hier vor... die Halterung kannst du anbringen. Ja, die Halterung. Muss man den vor dem ersten Gebrauch, muss man da irgendwas beachten? Dann liest du und ich baue auf in der Zeit. Okay. Reiß das Ding hier bitte. Das sieht aus wie so ein krasser Roboter aus 2040 oder so. Das Ding sieht einfach aus wie eine Kanone aus einem Laser. Wirklich, so richtig so Star Wars. Krasses Gerät, ey. Hier allein kommt so viel Luft raus, dass... Das ist die Luft, die der da durchzieht. Guck mal.
So, so riesig ist das Ding jetzt. Schatz, man sieht dich, glaube ich, dann nicht mehr. Also, das hier ist quasi das Rohr. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie das funktioniert. Das ist ja halt, läuft irgendwie über Umdrehung und Unterdruck dann. Und deswegen hat dieses Ding halt so viel Power. Dabei sind irgendwie sechs, wie viel, Schatz? Sechs oder sieben? Sechs. Sechs verschiedene Aufsätze. Und das ist halt auch das Coole. Ihr habt halt nicht nur kein Kabel mehr, sondern ihr habt nie wieder irgendwas mit Saubermachen Probleme. Und ne? Keine Filter, die ihr sauber machen müsst, etc. Dies, das. Beziehungsweise neu kaufen müsst. Sauber machen schon durch Unterwasser halten und trocknen lassen. Aber das hier ist halt super geil. Und was halt super ist, ich bin ein bisschen Stauballergiker. Also ich habe ein bisschen Probleme mit Staub. Und durch die Filter hier drin wird das halt auch verhindert, dass halt so viel Staub entsteht. Weil oft, zum Beispiel bei dem, hattest du das Staub aufgesaugt und die Hälfte kam hinten wieder raus. Und das ist halt nicht so gut. Ne? Also, Mona ist ganz aufgeregt. Sie will jetzt das erste Mal Staub saugen, hat sich dafür eine etwas staubige Ecke ausgesucht. Ja, dann saug einfach mal. Der ist schon sehr laut, ne? Das geht voll. Ja, mach, hau rein. Das waren ein paar Steinchen, die du weggesaugt hast. Ganz einfach. So? Ja. Bop. Und alles fällt raus. Und da ist der Stein. Und jetzt saug das alles einfach nochmal weg. Wieder reindrücken. Einfach hier? Ja. Und zuklappen. Perfekt. Und jetzt saug das nochmal weg. Oh mein Gott, das ist einfach alles weg. Ja, das war unsere kleine eigene Überraschung für uns selber. Wie gesagt, ja, es ist vielleicht für einige von euch unverständlich, sowas sich zu kaufen. Aber ja, wie gesagt, für uns ist es halt super praktisch. Ich bin ehrlich so ein Typ, ich hasse Staubsaugen. Mit so einem Ding macht es halt einfach Spaß. Das ist halt einfach so. Deswegen sind wir froh, dass wir das Ding jetzt haben. Und jetzt drehen wir erstmal entspannt ein Video für Mone. Das kommt dann morgen. Also ich weiß nicht, wann der Vlog hier online kommt. Das ist auf jeden Fall dann wahrscheinlich schon online. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Fertig mit Videodreh. Hallo. Hallo. Mone bereitet jetzt gerade ihr Instagram-Bild vor und währenddessen bin ich immer so ein bisschen, was mache ich jetzt? Langweilig? Nein, Quatsch. Kannst ja nicht was? Mache ich tatsächlich gleich ein bisschen. Wir fahren gleich zu... Was? Oh, ich glaube gar nicht, was passiert ist. Entschuldigung, ja! So. Oh, ich muss so doll auf die Toilette. Also, wir waren... Ja, danke für die Information. Hier. Wir waren jetzt gerade essen bei Lulu und diese Madame hier wieder, ne? Alles ist super. Wir wollten gerade zahlen und sie trinkt noch so ein halbes Gläschen. Fasspause hat die da, alkoholfreie Fasspause. Fasspause ist immer alkoholfrei. Und sie macht so zack, zack auf meine Hose. Komplett meine ganze Hose nass. Alles riecht hier nach, in deine nach diesem... Weil sonst wäre es auf mich geflogen. Ach man, das ist, naja. Egal, es war trotzdem cool, auf jeden Fall hat Spaß gemacht, es war lecker. Ist aber noch gar nicht so spät, auch wenn es jetzt hier schon so dunkel ist. Das ist, ich mag dieses Licht nur nicht, oder? Das sieht immer so komisch dann aus. So. Das sieht echt komisch aus. Ach, das Schild, okay, ich dachte gerade, wir werden überfallen. Ja, auf jeden Fall fahre ich jetzt mit meiner durchnässten Hose. Fahren wir jetzt nach Hause. Und es ist halb zehn erst, deswegen noch gar nicht so spät. Nee. Wir gucken jetzt gleich ein bisschen vor Blocks, aber jetzt fahren wir erstmal nach Russ von Leverkusen. Ne? Ich wollte euch gerade schon begrüßen mit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Aber es ist ja gar kein neuer Vlog, es ist einfach nur der nächste Tag. Und nicht wundern, warum ich so komisch die Kamera wackelt. Nicht wundern, warum ich so komisch bzw. merkwürdig oder anders aussehe. Ich habe blaue Augen. Ich komme gerade von einem Shooting und zwar von Niklas und Josie. Da war ich. Die Josie hat Hilfe gebraucht bzw. ein Modell, sagt man dazu, glaube ich, wo sie Haare und Make-up machen kann, weil sie ein Brautshooting abliefern muss. Und da habe ich mich dann zur Verfügung gestellt, sage ich mal so schön. Und ja, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Ich habe mega viel zu tun noch heute, aber habe ich natürlich sehr gerne gemacht. Und ja, deswegen sehe ich halt jetzt gerade noch so aus, wie ich aussehe. Und ich bin gerade auf dem Weg, ihr wisst gar nicht wohin. In diesem Vlog haben wir euch ja auch unseren Dyson gezeigt. So viel Cooles in einem Vlog, wirklich. Ich bin gerade auf dem Weg zum Juwelier und zwar meinen Ring abholen. Ihr habt ja wahrscheinlich schon... das habe ich nicht gevloggt, aber ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass ich ja meinen Ring
einschicken musste, weil da ja ein kleines Sternchen rausgefallen ist. Und es hat jetzt so lange gedauert. Also ich bin überrascht. Es sollte eigentlich 3 Wochen dauern. Obwohl, wie lange ist es jetzt her? Ein Tag vor meinem Geburtstag, am 23. Januar. Ja, hat jetzt fast 2 Wochen gedauert. Genau, normalerweise sollte es halt 3 Wochen dauern. Ging also jetzt doch schneller, als ich gedacht hatte. Und deswegen bin ich mega aufgeregt und ich freue mich super, ihn jetzt abzuholen, endlich wieder meinen Ring an der Hand zu haben. Das fühlt sich so komisch an. Und ja, ich freue mich so sehr. Dann zeige ich ihn euch gleich, wenn ich ihn wieder habe, mit Steinchen und total glänzend, hoffe ich. So, ich sitze auch schon wieder im Auto. Das ging schneller als gedacht. 5 Minuten. Ich habe die Aufnahme gerade vor 5 Minuten beendet. Und hier bin ich schon wieder. Das Licht ist mega hässlich. So. Schaut ihn euch an. Da ist mein Ring wieder. Sieht er nicht so toll aus? Die haben den natürlich klar wieder poliert. Er glänzt wieder so schön und alle Steinchen sind wieder da. Oh, es sieht so toll aus. Es fühlt sich gut an, ihn wieder in der Hand zu haben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, er ist ein bisschen größer. Es kann aber auch sein, weil meine Hände gerade extrem kalt sind und die natürlich dann immer ein bisschen dünner werden. Aber oh, ich könnte ihn euch jetzt eine Stunde lang zeigen. Er sieht so toll aus. Ich schicke Kobi erstmal ein Bild. Der weiß, dass ich den gerade abholen bin. Oh, ich bin so überglücklich gerade. Schickt mir ihm mal einen. Ja, noch eins, das sah doof aus. Oh, endlich mein Ring. Entschuldigung, dass ich ihn euch jetzt so 100 Mal zeige. Das sieht so komisch aus mit den blauen Augen. Ach, sehr, sehr schön. Jetzt muss ich aber hier aus dem Parkhaus rausfahren. Sonst. Wie lange hat man eigentlich Zeit, wenn man das Parkticket schon bezahlt hat? Beziehungsweise das hat jetzt mich gerade nichts gekostet, weil das so schnell ging. Oh, aber ja. Wenn man was bezahlt hat oder das abgestempelt hat, wie lange hat man dann Zeit, um, sag ich mal, Einkäufe und alles ins Auto zu laden und dann rauszufahren? Weil nach einer gewissen Zeit muss man ja dann wieder nachzahlen. Und da weiß ich nie, ich denke halt irgendwie so 10, 15 Minuten, aber ich weiß es nicht genau. Er hat, glaube ich, geschrieben, sieht gut aus, endlich wieder vereint. Oh, ja. Genau, also wenn es jemand weiß, wie lange man da Zeit hat, rauszufahren, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Voll unnötig, aber wollte ich schon immer mal wissen. Und ich habe euch noch eine Story zu erzählen. Ich habe mich gerade... Also, ich bin wirklich, ihr kennt mich, ich bin ein super ruhiger Mensch und ich denke immer positiv und versuche alles immer mit netten Worten zu regeln. Ihr kennt mich wirklich. Also, ich bin kein Mensch, der unnötig Streit anfängt, aber ich habe mich gerade so sehr mit einer Frau angelegt, wirklich. Weil wir sind gefahren. Das ist quasi, nee, keine Schnellstraße, aber... Ups. Hoppala. Ich halte mal gerade kurz an, wenn ich jetzt hier den Kreisverkehr die ganze Zeit runterfahre, kippt die ganze Zeit um. Also, ich habe mich mit einer Frau angelegt. So, die ist vor mir gefahren in einer 60er-Zone war es, glaube ich. 50? Nee, 60er-Zone gibt es nicht. 70er-Zone oder 50er-Zone? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war eine 50er-Zone und sie ist 60 gefahren. Ja, so war es gewesen. 60, 65 ist sie gefahren. Und ich war hinter ihr und ich habe echt... Gut, also ich habe genügend Abstand gelassen, wirklich. Und von jetzt auf gleich hat sie eine Vollbremsung gemacht und ich bin hier fast drauf gefahren, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe, weil das einfach eine Straße ist, wo es nur geradeaus geht und sie anstatt 50, 65 fährt. Und dann bin ich ihr echt fast drauf gefahren und ich habe gehupt und dann zeigt sie mir halt auch den Mittelfinger. Und ich habe mir so, Alter, warum hast du jetzt so stark gebremst? Also da war wohl irgendjemand, der über die Straße gehen wollte, aber... Da hätte man nicht über die Straße gehen dürfen. Also wisst ihr, was ich meine? Ich habe die Person auch nicht gesehen. Erst als sie dann auf der anderen Seite dann wieder den Bordstein hochgegangen ist. Also es war einfach eine Straße, wo niemand hätte drüber gehen können. Und sie hat einfach angehalten. Und witzigerweise ist sie halt genau hier hingefahren, wo ich hingefahren bin, ins selbe Parkhaus und hat auf derselben Etage wie ich geparkt. Und dann ist sie quasi an mir vorbeigegangen, so richtig arrogant mit ihrem Handy in der Hand und hat so telefoniert, wobei ich glaube, dass sie einfach nur so getan hat, als ob sie telefoniert. Und dann sage ich einfach so, ich war wirklich sauer, ich wäre ihr fast draufgefahren. Ich habe es einfach nicht verstanden, warum sie so eine Vollbremsung macht. Wäre es ein Zebrastreifen gewesen, hätte ich es natürlich voll verstanden, aber es war halt einfach aus dem Nichts. Und dann habe ich einfach nur gesagt, so ja, Autofahren muss gelernt sein. Und dann hat sie mich so angekackt. Von wegen, ja, junge Autofahrerinnen wären ja wohl gar kein Stück besser und ich sollte mal Autofahren lernen. Und ich gucke die nur so an, ey, wie alt bist du? Weißt du nicht, dass man... ich will mich jetzt nicht wieder aufregen, keine Ahnung. Wir haben uns so angezickt, so typisch Mädchen und ein bisschen so Frau. Sie war schon bestimmt Ende 30. Und ja, ich war wirklich so sauer und naja,
Kann mal passieren, aber ihre Art hat mich einfach mega genervt. Deswegen habe ich dann auch was sagen müssen. Und ja, jetzt fahre ich aber erstmal hier aus dem Parkhaus raus, weil ne, nachher läuft mein Ticket ab. Frisch vom Friseur bin ich jetzt zurück. So, und oh Mann, das ist immer so blöd mit der Kamera. Entweder ist das Bild zu blau oder zu gelb. Man weiß es nicht. Machen wir uns jetzt auf den Weg zu, Mann, die Türen hier. Zu Chris und Carina. Und da wird was geguckt? Germany's Next Top Model geguckt. Germany's Next Top Model geguckt. Man sieht dich einfach fast nicht. Aber ja, wir haben auf jeden Fall. Germany's Next Top Model geguckt. Meine Haare sind noch nass, vergott duscht. Ja. Aber Germany's Next Top Model geguckt. Germany's Next Top Model geguckt. Saftiges Essen mit den. Hallo. Hi. Und Germany's Next Top. Ja, auf einmal so. Hey! Kameras an, yay! Germany's Next Topmodel läuft und jetzt wird erstmal gegessen. Da läuft Germany's Next Topmodel. Ja, ich glaube schon. Da läuft ja, ja. Guten Morgen, ich wollte mich nur schnell von euch verabschieden, weil wir haben gestern gar nicht mehr gevloggt. Ja, wir sind eigentlich einfach mal ins Bett gegangen, haben noch eine Folge 4 Vlogs geguckt und sind dann auch relativ schnell eingeschlafen. Ich bin auch immer noch sehr, 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 sehr müde. Ja, Mona ist jetzt noch am Schlafen und ich würde sagen, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde uns wirklich sehr freuen. Schreibt einen lieben Kommentar. Und ja, dann würde ich sagen, abonniert gerne den Kanal für mehr Vlogs und wir sehen uns im nächsten Video. Und im Namen von Mona und mir, wir haben euch lieb. Bis dahin. Ciao.